Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Sound of War Video. God damn, ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen soll. Wir werden heute sehen, dass ich verliere, sehr wahrscheinlich. Wir kämpfen gegen Advictorium, eine der besten Gilden, wie ich finde, auf dem europäischen Server. Boah, ich habe richtig abgekackt diese Woche, habe jetzt ein paar Draws eingebaut. What? Heaven und Draws, das passt nicht wirklich zusammen. Und bin jetzt nur Rang 3 oder so. Nur. Aber trotzdem. Die sind momentan Rang 17. Wir sind momentan Rang 29. Ich erwarte keine schönen Defenses. Und ich erwarte viele Procs von den Seiten der Gegner aus. Wir könnten den Gildenkampf rein theoretisch sogar noch gewinnen. Ich dachte eigentlich, keine Chance. Ich kann angreifen, wen ich will. Und dann würde ich den Brennenden hier angreifen. Weil der genauso hässlich aussieht wie die anderen. Aber ich muss dann wahrscheinlich auch noch versuchen, die Grünen anzunehmen. Wir schauen mal rein, was die so haben, die Grünen. Ja, okay. Zum Schluss gibt es auch wieder eine Frage des Tages, wenn ich bis dahin nicht komplett gestorben bin. Okay. Sieht an sich gar nicht mal so hässlich aus, weil es keine Flügel hat. Die Flügel machen irgendwie schon Angst, ne? Die Flügel machen sehr Angst, sehr viel Angst. So, hier sind Flügel. Ich hasse diese erste Death, die ist so gefährlich. Molong, Ritech und Rakan. Holy shit, das ist so scary. Okay. Also den hier könnten wir machen, bei dem Plus 2er bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Haben wir hinten haben wir auch noch Grüne. Okay. Okay, überall so diese Molongs, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Und vorne haben wir einmal ihn hier, der ist aber schon gelb. Hier haben wir noch einen grünen. Ha! Diese Flügel machen wirklich Angst. Und dann haben wir hier noch einen grünen. Chandra. Okay, für die Leute, die Chandra haben und nicht wissen, wie sie eine Defense einbauen sollen, nehmt Perna und Orion mit Chandra. Und dann hat der Chandra OP-Rune und dann klappt eure Defense. Ich kann es euch versprechen. Außer die, okay, die erste hat sogar gewonnen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Plus 1er hier. Die wahrscheinlich genauso hässlich ist. Erstes Team kennen wir. Classic. Sollten wir beim letzten Mal, als ich das gesagt habe, als wir gegen eine starke Gilde gekämpft haben, haben wir verloren. Weil diese Iris Clutch Stunts gemacht hat. Und weil Galeone den Armor Break. Nein, weil der Armor Break von Galeone resisted wurde. Mal sehen, ob wir es heute wieder gut machen können. Ich hoffe es. So. Ist der richtige Galeone? Ist der richtige Galeone? Okay. So, unten. I'm sorry, aber ich muss es machen. Beziehungsweise, wait. Soll ich. I don't know. Zwei Sachen. Entweder Kupfer Panda. Ich denke, es wäre am sichersten. Oder wir nehmen Leica, Tessarion, Ariel. Und dann wird der Retech immer nur auf Ariel gehen. Aber ich habe Angst, dass der Kmoon auf Destroy ist und mein Leica oder so kaputt macht. Und ich bin sicher, dass ich Leica vielleicht nachher noch brauche. Versuchen wir es. Wir gehen einfach mal erstmal sicher rein. Ja, ich will erstmal diese Gilde testen, wie stark die ist und so. Ja, also nehmt es mir nicht übel, wenn wir jetzt mal Kupfer benutzen. Wir versuchen es. Ja, also wir wollen hier definitiv gewinnen. Weiß nicht, wie gut die sind. Wir finden es jetzt gleich heraus. Let's go. Bitte, Iris, mach keinen Shit. Bitte, Galeone, lande alles, please. Bitte, bitte, bitte. Okay, sie macht das. Alles gut. Alles gut. Das ist so das Problem bei dieser Defense. Sie kriegen keine Attack Bar. Deswegen können wir jetzt cleansen. Und jetzt bitte, Galeone! Yes! Übrigens, die Animation wurde leicht verändert. Zyros, please reset. Reset. Abklingzeit erhöht überall. Wow. Nice. Gut. Das fing gut an. Okay, perfekt. So, zweite Runde. Darum habe ich jetzt Wille auf meinem Kupfer. Wenn er keinen Wille gehabt hätte. Dieser Retech. Wisst ihr, wie schnell dieser Retech sein muss? Holy shit. Retech hat 95 Base Speed. Die haben Speed Leader, ja? Aber mein Immensity ist bei 238 Speed auf Gewalt Wille. 238 Speed. Ist nicht so schnell für ein Tempo, aber für Gewalt Wille finde ich das ganz okay. Aber ja, wenn wir keinen Wille gehabt hätten auf Kupfer, hätte er jetzt einen Defense Break gehabt und Kupfer macht
weniger Defense, macht weniger Schaden, wenn er Defense Break hat, beziehungsweise hätte dann so gut wie gar keinen Schaden hier gemacht. 56.000. Nice. Okay, ich hoffe, dass dieser Kmoon nicht auf Destroy ist, sonst wird es ein bisschen hässlich. Ist er auf Destroy? Ich sehe keinen Destroy-Effekt. Wir arbeiten jetzt langsam an der Mihael, weil die Licht ist und Feuer ist halt dann irgendwie doof. Wir landen dann eher ein Defense Break auf dem Monster. Warum ich den Defense Break jetzt nicht, Defense Buff jetzt nicht gemacht habe, mein eigener Fehler, mein eigenes Verschulden. Ich habe es verpennt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich hoffe nicht, dass dieser Kmoon richtig ausrastet mit seinen zweiten Skills. Das ist ein Max Skill Kmoon, sonst hätte er nicht so oft seinen zweiten Skill. Attack-Leiste wurde nicht zurückgepusht. Wir müssten sie aber bald töten. 11k bekommt sie. Komm. Mein armer Immacity. So, nice Panda Proc. Den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Also immerhin etwas. Hört auf Immacity zu gehen. Und dann dieser Heal-Block. Bullshit. Gehen wir mal Kupfer den Turn. Sollen wir sie kaputt hauen? Dann ist sie schon mal weg. Ja, hauen wir sie einfach mal kaputt. Warum nicht? Ja. So, wir haben jetzt ein bisschen weniger gemacht, weil ja dieses Schild dabei war. Ich möchte Immacity bitte nicht verlieren. Bitte, bitte, Kmoon. Lande keinen Heal-Block. Danke. So, wir geben Panda den Turn, weil Kupfer sowieso bald zum Zug kommt. Kein Defense-Break. Stun. Kein Stun. Ja. Ja, komm, push die Attack-Leiste zurück. Sehr gut. Und Slow. Kein Slow. Schade. Panda proc'd. Sehr nice. Und wir geben Kupfer den Turn. Kupfer den Turn. So, und dann hau drauf. Nice. Das war gut. Und Clutch Stun. Und okay, Kmoon ist dead. Okay, gut. Ein Win. Wirkte in Ordnung. So, hat die Defense denn oft gewonnen? Ja, ein paar Mal. Sogar gegen gute Gilden ein paar Mal. Okay. So. Der plus 2er, I don't know. Ich will nicht. Regelgleich greift Irore an. Irore. Wer ist Irore? Der hier? Nein, das ist nicht Irore. Wer ist Irore? Hier hinten greift Regi einen an, okay. I don't know. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es ist so hässlich. Vielleicht sagt wer, aber die plus 3er sind auch nicht wirklich besser. What the fuck? Was macht man hier gegen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Why? Warum muss ich das machen? Okay, wir haben das hier. Ich weiß nicht, was schöner, was schlimmer ist. Ich wollte schon sagen, die erste Defense kann ich ja nachbauen. Haha, wo ist mein Retash? Mann, einen von denen hier. Ich glaube, ich tendiere zu dem hier. Auch wenn der fucking scary ist. Okay, ich glaube, ich nehme unten das gleiche. Ja, und dann hauen wir Retash kaputt und Kami ist auf Destroy, bin ich sicher. Und dieser Theomas wird wahrscheinlich procken, aber ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen. Nur oben ist das Ding, wir können, gegen Perna benutze ich sehr gern Zyros, aber was machen wir gegen eine Perna und zwei Wassermonster? Ja, dagegen kann ich keinen Zyros benutzen, deswegen muss ich da was anderes benutzen, nur die Frage ist, was? Die Frage ist, was? Theomas wäre okay. Theomas. Jedes Feuermonster kriegt richtig auf den Deckel wegen Chandra. Aber wie wär's mit Dingsbums, Rakuni und mit einem Windhealer. Aber wir haben keinen Villa auf Shazoon, keinen Villa auf Rakuni. Die werden richtig kaputt geprockt. Ich wollte fast ein böses Wort sagen. Aber okay. Oh, das ist so hässlich. Ich weiß es nicht. Ich sollte lieber mit Shield Will reingehen. Aber Kmoon und ein Windhealer. Oder wir gehen Kmoon rein und Ariel. Ist das besser? So irgendwie? Oder Rakuni und Ariel? Ich glaube lieber Kmoon. Oder Rakuni. Kmoon. Kmoon hat Schutz. Bitte, bitte kill nicht meinen Kmoon. Jedes Mal, wenn ich Kmoon mitnehme, wird Kmoon richtig kaputt gemacht. Nehmen mal HP-Leader für Wassermonster. Jedes Mal, wenn Kmoon dabei ist gegen eine Perna,
kriegt Hoon richtig ins Face. Jedes Mal. Chandra geht dann auf Theomars oder auf Ariel. Aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Let's go. Wir versuchen es, ja. Keine Ahnung, ob es klappt. Ja, das wird hässlich. Das wird hässlich. So, mal sehen. Orion, bitte mach keinen Shit. Kein Wille. Nein. Healblock auch noch drauf. No. Wieso Healblock auf Theomars? Why? Why? Kmoon, holy shit. Okay, wir gehen auf Chandra, ja? Oh my god, damn. Healblock. Gut. So, wir bekommen jetzt Attack-Leiste. Kein Heal leider bei Theomars. Aber er geht auf... Okay, so. Theomars Proc. Kein Proc. Oh, Kmoon. Kmoon soll ich nicht gegen Perna mitnehmen. Kmoon lebt noch. Kmoon wird jetzt gehealt. So, Theomars, bitte ein Proc. Komm bitte einmal, Boy. Ah, die Perna Proc dafür. Mann, ey. Theomars, you idiot. Und jetzt wird er wieder gestunt. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay, wir strippen das jetzt. Bringt ehrlich gesagt nicht viel. Unsere Monster procken einfach nicht. Das hat nichts mit Runen zu tun. Das ist einfach nur Procs. Oder keine Procs. Pretty Proc einmal. You idiot. Und jedes... Habt ihr gesehen, alles was Orion gemacht hat, jedes Mal Theomars dann. Und die Perna crittet, natürlich. Ah, vielleicht war es ein doofes Team. Ja, es war ein doofes Team. Aber hey, wir hätten wenigstens einen Proc bekommen können von Theomars oder so. Man, und jetzt Perna. Perna. Muss ich Ariel sichern? Der wird sowieso sterben. Seht ihr mal, dass Chandra gut sein kann. Zweite Runde. Wenigstens ein Draw, aber hässlich. Schon wieder ein Draw in meiner Wiederholung. Das ist hässlich. Sehr hässlich. So, Theomars geht auf Panda, das ist gut. Kein Problem. Mal erstmal das hier. Okay, dann kann ich jetzt auch das machen. Endure ist da. Diese Comp ist einfach unglaublich stark. Und die andere, boah. Na, ich hätte Kmoon nicht mitnehmen sollen. Er war eigentlich nur wegen Schutzwille da. Aber ihr habt gesehen, Theomars wurde beide Male leider gestunt. Das war das Problem. Und ja. Aber hier ist kein Problem. Die Kami ist nicht mal auf Destroy, also das ist easy. Aber diese erste Runde wieder so verdammt hässlich. Perners immer. Hm? Aber seht ihr mal, dass Chandra in der Defense auch gut klappen kann. Natürlich war der Chandra gut gerundet. Ich hätte was anderes mitnehmen sollen, es war klar irgendwie. Aber ich habe gar Angst gehabt, dass Shasun direkt einen Defense Break bekommt und geone-shottet wird. Das wäre wahrscheinlich auch passiert. Ja. Ah, man. Schade, war ein bisschen unlucky. Kein einziger Proc. Vielleicht hätten wir es hinbekommen, wenn wir den Chandra gekillt hätten oder so, aber I don't know. So. Wir müssen jetzt diesen Grünen hier angreifen. Weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier machen sollen. Wir können eigentlich... Oben weiß ich noch nicht, ob ich das nehme. Wir lassen es einfach mal da so stehen. Unten nehme ich mal was sehr Merkwürdiges. Bulldozer, Emma und Laika. Bulldozer, Emma und Laika. Ja. Bulldozer, Emma und Laika. Das könnte sogar klappen. So, und oben nehme ich... Was mache ich denn gegen diesen Rakan? Wir können den so nicht strippen, das ist das Problem. Kupfer ist gut, aber was macht man gegen diesen Rakan dann? Ich hätte Kupfer-Bulldozer oben nehmen sollen, aber ich will unten... Soll ich Kupfer-Bulldozer nehmen? Und dann können wir diesen Retech snipen und dann können wir mit Bulldozer auf Rakan gehen. Und dieser Wasserpanda, ich hoffe, wir überleben dann oder so. Ich hoffe es. Das könnten wir machen und unten dann Panda. Nur dieser Panda wird meine Emma kaputt machen. I don't know. Ich glaube, es wäre sicherer andersrum. Aber was machen wir dann oben, wenn ich keinen Bulldozer habe? Sondern Kupfer und... Ein Wind. Nee. Ein Wasser. Wasser für Wasser.
Irgendwas aus Wasser oder aus Feuer? Vielleicht ein Ariel? Ariel um... Oh my god, I don't know. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das klappt. Wartet mal. Ich nehme Ariel. Okay, wir hauen als erstes Retech kaputt. Er hier geht auf irgendein Windmonster, aber der Molong geht auf meinen Ariel. Und geht nicht auf die Windmonster. Das ist gut. Let's go. I don't know. Nach diesem ersten Kampf da eben, also nach dem zweiten Kampf, Runde Nummer 1, weiß ich nichts mehr. So, wir hauen als erstes diesen Retech kaputt. Ich hoffe, der stirbt. Nice, wir bekommen wenigstens ein bisschen Damage. So, bam. 51.000 reicht aus. Wir können uns schon den Heal geben. Was vielleicht wichtig ist oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, der Molong könnte uns trippen. Aber der Rakan, dieser Collapse. Ich habe Angst, dass wir dann so viel Damage bekommen. Okay, es passt. Es passt. Ist alles noch okay? Wait. Wie machen wir denn den Rakan kaputt zum Schluss? Oh no, und er crittet. Oh no, wie machen wir denn den Rakan kaputt? Das war irgendwie nicht mit eingeplant. Den Heal, den behalte ich mal für mich selbst, weil der gleich Reckless Assault macht. Wie töten wir den Rakan mit einem hoffentlich... Das ist so nice. Das machen wir so. Wie machen wir denn... How the fuck? Wie killen wir diesen Rakan? Wie killen wir diesen Rakan? Oh my god. Okay, wir müssen einfach hoffen, dass wir keine Collapse ins Face bekommen. Widerstand, sehr gut. Ich heal mal ihn lieber. So, ein Strip. Kein Strip. Ich glaube, der hat... Doch, er hat gerade Collapse benutzt, ich Idiot. Wir hoffen jetzt auf einen Lucky Crit. Crit. Ja. Aber ich denke, Ariel könnte das alleine sogar hinkriegen. Auch wenn er die ganze Zeit collapsed. Ja, das sieht gut aus. Ariel Kupfer gegen Rakan. What the fuck. Ich glaube, jetzt hat er gar keinen Collapse. Nice. Gut, das hat geklappt. So, jetzt zweite Runde. Mal sehen. Schneller Panda. Mal erstmal Defense Buff. So. Ehrlich gesagt. I don't know. Wir könnten ehrlich gesagt ein bisschen am Panda versuchen, das Schild ein bisschen zu brechen, weil ich denke, der ist sehr tanky. Bam, bam. Und wir killen ihn. Sehr gut. Sehr gut. So, ich mache jetzt mal den Heal ab. Und dann strippe ich jetzt mit Emma. Und wenn... und wenn Laika... Ach Mist, okay, dann arbeiten wir an Wooster, sonst hätten wir jetzt einen Defense Break landen können. Emma, die Idiot, ich weiß, Laika bekommt beim Erwecken Dingsbums Resistance, deswegen, der Wooster sleept meinen Dingsbums dauerhaft. Deswegen ist es, hat Laika oft sehr viel Resistance. Okay, jetzt hat er ihn aufgeweckt. Ich denke, wir machen jetzt den Strip, hat diesmal geklappt, nice, Stun. Kein Stun. Defense Break. Kein Defense Break, aber eine Revenge. Das ist nicht gut. Aber okay, alles gut. Schon wieder dieser Sleep. Dieser Sleep ist OP, ja? Okay, aber ich denke, wir haben es gewonnen. Bis auf den ersten Kampf war eigentlich, also bis auf den zweiten Kampf gegen diesen Chandra war alles gut. Beziehungsweise, ich glaube, Perna hat das meiste gemacht in diesem Kampf, aber... Ja, I don't know. Ich arbeite jetzt einfach mal an ihm. So, Strip. Ja, okay, dann töten wir zuerst mal Wooster, damit die keine Immunity mehr haben. Und dann nach einfach weiter an Laika. Laika dürfte uns nicht killen können. Endlich mal einen Stun zurück, weil wir die ganze Zeit von dem gesleept worden sind. Aber ja, Mann, ey. Ich wüsste mal gern, was ich da hätte benutzen sollen. Vielleicht mein Ciao, aber es war wieder so... So typisch, Orion sleept zweimal, genau mein, Stunt dreimal, genau mein Theomas und, ja, keine Ahnung, die Perna tötet meinen Kmoon. Kmoon stirbt sowieso immer wenn wir den irgendwo benutzen, stirbt er. Aber ich mag ihn trotzdem. War eigentlich ganz okay, also ich habe nur einmal einen Draw eingebaut, ansonsten haben wir gewonnen. Immerhin, also nicht so schlecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Hashtag FDT von Justin Real.
Ist Lichtfood gut oder Food? Als allererstes, keine LDVs, das sollten verfoodet werden, aber ist leider nicht so gut wie die anderen. Ich glaube, er ist sogar der schlechteste Lich von allen. Ich finde alle anderen besser. Ein Speedleader für die Arena, was ganz okay ist. Beim Erwecken bekommt er diesen Leader-Skill. First Skill ist wie bei den anderen. Zweiter Skill schadet allen Feinden durch ein seelenfressendes Loch und erholt 50% des angerichteten Schadens, absorbiert mit 15% pro Angriff 15% des Angriffsbalkens des Gegners. Das ist genau wie der Feuer-Lich. Ist ganz okay. Nur der dritte Skill ist passiv, mag ich eigentlich, aber ja, lest euch es selbst durch. Wird eine Runde lang unbesiegbar, wenn deine HP unter 50% fallen. Wow. Also ich finde den nicht so gut. Aber nicht verfuden, weil man weiß nie, ob er vielleicht später gebufft wird oder so. An sich ist er nicht wirklich nützlich. So, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Summoners War Video wiedersehen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.